Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K. Und ich bin selber gespannt, was in der Folge jetzt passiert. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, wer unser erster Playoff-Gegner sein wird. Wir gehen jetzt mal hier ganz kurz auf Quests. Hast du das Zeug dazu? Bababam, okay. Und jetzt nächstes Spiel. Bis zum Ende der regulären Saison simulieren, okay. Ah, man hätte es jetzt da ganz unten sehen können, es ist aber gerade verwaschen. Okay, ich schau nicht hin. Ja, okay, jetzt sehe ich es. Wir spielen gegen die Suns, oder? Nee, gegen die Grizzlies, sorry. 4 gegen 5, die Lakers spielen gegen die Suns. Wir spielen gegen Memphis. Okay. Rede mit dem Reporter John Luck in der Stadt über deine Post-Season-Pläne. 7500 BC, okay. Und hier, das müsste ja eigentlich jetzt schon beantwortet sein, oder? Aber okay, dann gehen wir erstmal schnell zu John Luck. How you doing, John? Hey, all right, man. This is great. Thank you so much for the interview. You know, our readers have been bombarding me with questions about you, MP. Oh, of course. Look, anything for the fans. All right, so headed into the playoffs, what are your expectations? Um einen Titel mitspielen, es aus der ersten Runde schaffen, es ist cool, vor allem auf der nationalen Bühne herumzustolzieren. Okay, um einen Titel mitspielen. Look, John, our expectations are to contend for a title. That's why we play, man. Only one team can accomplish that goal, but we're definitely not going to be happy if we get bounced in the first or the second round of the playoffs. This team is built to make a deep playoff run for sure. Now, this could be somewhat of a sore subject, but we've talked about this in the past. About there was considerable internal debate over drafting you. Do you feel like maybe you've silenced those doubts? Ich habe diese Zweifel noch nie verstanden, das hoffe ich. Ja, wir nehmen das zweite. Honestly, John, I ain't never understood those doubts to begin with. Now, I would think that they were long gone, but who knows? You know what I'm saying? I ain't never let the naysayers get to me. Very few people have believed in me besides my family, my boy Ricky. And yeah, sure, my name isn't Lights, but it was a long, dark, lonely road to get here, man. It was not easy. You had more than just the game to contend with. How did dealing with trade rumors and everything that came with that throughout the season, how did it affect you? Ich habe sehr früh gelernt, externe Ablenkungen auszublenden. Es war eine Ablenkung, aber mit meiner jetzigen Situation bin ich zufrieden. Erste. Hey, John, look. I learned very early not to let the outside world prevent you from doing what you're here to do. And no matter what's going on, you gotta block out those distractions and do the job the organization pays you to do. It's that simple. I'm sure you're not just a one-dimensional guy. How about let's talk about off the court. Have you had time to pursue any hobbies or passions this season, or has it all been basketball? Mode, aber Basketball war definitiv der Fokus. Mein Hauptventil ist die Musik. Yeah, you gotta find that balance, John. Look, you can't just be shooting jumpers 24/7. But for me, my main outlet is music, and in some ways, music is my first love. Hey, hold on, time out. Even more than basketball? Yeah, you know, maybe. Only difference is you can make records for your entire life. I mean, look at Stevie Wonder. He's still going, and meanwhile, 40 is ancient for a basketball player. So ideally, I'm trying to pursue both at the same time, and I definitely feel like my basketball career has opened doors for my music, for sure. So where do you see it going? You know, John, I like to start my own label. You know, I got big dreams, but first we got to win this championship. Definitely. Well, thanks for your time and very, very good luck in the playoffs. Hey, I appreciate it. Get ready for a show, John. I'll catch you soon, bud. Bye, bud. Okay, vor allem mal ein längeres Interview. Mit, finde ich, auch ganz coolen Fragen. Ich liebe diese Zeit des Jahres. Gönnt ihr. It's that time of year again, my friends. My favorite time of the year, the NBA playoffs. Who wants the smoke? This is where legends are made. LeBron King James, Kobe Mamba Bryant, Michael Jeffrey Jordan, Larry Legend Bird. If you want to be an all-time great, you gotta do it on the biggest stage, under the brightest lights, with the most pressure possible. That's what separates the good from the great, the real from the fake. If you're a fraud, you'll get exposed in the playoffs, point blank. Things get physical this time of year, and you get every team's best shot.
every single night. If this doesn't get your blood pumping, then you don't like basketball. Straight up. It's playoff time, baby. Let's get it. Let's get it. Es gibt in den Playoffs jedes Jahr jemanden, der einen überrascht. Und ich glaube, dieses Jahr wird das MP sein. Ich bin überzeugt, dass er etwas Besonderes ist. Greatest NBA-Fan, 28. Guter Mann. Hundebild gefällt mir. Truck, Backer, Upper. Dein Artikel über MP war echt super. John Luck, der Typ ist krass. Und das werden die Leute bald kapieren. Okay, also. Gewinne die erste Runde der Playoffs. Hier hat sich nichts geändert. Dann, ich bin bereit. Ich habe auf jeden Fall. Haben wir ihr. Porzingis ist erstmal verletzt. Super. Geiler Start. Haben wir irgendwo einen Playoff-Tree oder sowas? Ah, hier. Also, die Jazz gegen die Warriors, die Lakers gegen die Suns. Wir müssen ran gegen die Grizzlies, würden dann entweder auf die Clippers oder Blazers treffen. Die Milwaukee Bucks gegen die Pistons. Philly gegen Boston, gleich das Bombenduell. Die Nets gegen die Knicks, auch ein geiles Duell. Und die Heat gegen die Bulls, auch ein geiles Duell. Okay, im Osten geht's richtig ab. Na, dann wollen wir mal reingehen in unser erstes Spiel. Okay. Ich bin auch mal gespannt auf die Stimmung, ob die doch mal intensiver ist. Aber jetzt hier ist Porzingis am Start. Okay, spielt wahrscheinlich mit seinen Rückenproblemen. Tip-off geht an die Grizzlies. Ja Morant ja gerade in der Realität raus mit Knieproblemen. Mindestens 8 Wochen. Und hier der kommt der erste Dank. Super. Porzingis. Ja, das grüne Symbol ist auch ein bisschen komisch, oder? Die ersten Punkte. Auch wenn es keine besonderen sind. Aber Hauptsache reinkommen. Der erste Dreier in den Playoffs. Money! Let's go! 7-6. Morant. Und die Fans? Man hört sie. Defense. Defense. Ja, Luca. Defense. Let's go. Dylan Brooks gegen Maxi Kleber und hab ich. Maxi, der alte Transition-Player, das war mir zu gefährlich. Ich habe wirklich absichtlich den Pass gefordert. Yes, sir! 37, 29 und Ja probiert Block, oder? Porzingis mit dem Block. Block. Yes. Luca, komm, spiel ihn halt unter den... Na. Ah. Nicht gut. Melton. Und Dreier. Fällt nicht. Ja Morant lässt diese Chance liegen. Wir... lassen die Chance auch liegen. Oh Mann. Come on, so muss es aussehen. 44-36. Minimum 30 Punkte im ersten Playoff-Spiel müssen drin sein. Und am besten ein Ankle-Breaker gegen Ja. Wenn irgendwann später möglich. Ja, gut gespielt. Aber nicht gut gefinisht. Und das machen wir jetzt natürlich gleich hoffentlich besser. Und wir ziehen das nächste Foul. Oh, das vierte persönliche schon für Bane. Jawohl. Auf diese Pin-Downs kann man sich einfach echt verlassen. Also das ist mit Porzingis und Maxi echt ein Traum.
da komme ich halt dann immer zu meinen freien Würfen, ne? Jones. Ja, jetzt natürlich ohne Ja Morant und ohne Jaren Jackson Jr. und ohne Steven Adams. Und da kommt der Block, aber reicht nicht. Und da ist der Steal. Und da ist... Na, ich kann's nicht... Wie kann ich den daneben stopfen? Ich könnte so kotzen, ne? Und Maxi mit dem Foul und das End-One. Oh Gott, schlimmer jetzt echt nicht laufen können. Oh, zum Rookie des Jahres gewählt. Wird gerade unten eingeblendet. Yes, sir. Nice. Vor allen Dingen total überraschend, gell? Ja, und dann erstmal schön den Midrange-Jumper sowas von daneben hauen. Ich habe halt wieder 20 Sekunden Pause bekommen. Anstatt, dass ich mal einfach eine längere Pause bekomme. Luca. Ich spiele jetzt Pick and Roll die ganze Zeit. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, Maxi lässt sich natürlich wegblocken. Dreh jetzt nicht durch, Melton. Und vor allen Dingen die Auszeit wieder. Ich bräuchte einfach mal eine längere Pause. Das Spiel ist so dumm programmiert, wenn es um Auszeiten geht. Vor der Halbzeit gibt er mir 20 Sekunden Pause und holt mich dann wieder rein. Ich spiele gerade... Ja, danke. Dummes Stück Scheiße. Ohne Witz. Sorry, aber das regt mich einfach nur auf, ey. Wenigstens mal ganz kurz durchatmen. Jetzt spiele ich ja eh durch, wahrscheinlich bis zum Ende. Ja, toll, mit Viereck. Wie so ein Anfänger. Hauptsache immer noch. Ja, schön, dass es dir auch mal so geht. Und. Warum auch? No! Stark! Komm, Playoff-Atmosphäre. Brown, du alte Maschine. Ja, klar, Fieck. Soll ich jetzt von hier werfen, oder? War klar. Ich weiß es mir. Ja, was soll ich machen? Boom! Aber jetzt rein damit, Mann. Kommt schon. Im ersten Viertel gefühlt alles getroffen, im zweiten Viertel gar nichts. Nein, Defense, Rebound, Brunson. Meine Energie ist einfach... Ich kann meine Triple Moves nicht mehr so schnell ausführen wie sonst. Maxi zieht zumindest das Foul. Yes! Come on, ich bin wieder kalt. Ignoriert's einfach. Ich bin kälter wie die Gefriertruhe. Holt euch eine Pizza aus der Gefriertruhe, dann wisst ihr, wie kalt ich bin. Jump, aber er liegt am Boden. Your problem! Meine Energie ist schon wieder am Sack. Das ist so ein komisches Spiel, ich weiß auch nicht warum, aber... Porzingis ist gesund, aber Hauptsache er hat... Für was soll das Symbol da sein? Dass wir alle wissen, dass er wieder gesund ist. War klar, bin immer noch kalt. Ja, bin kalt. Ist okay. Wetterbericht, Max ist kalt. Ja, Gott sei Dank. Ich brauche eine Timeout. Was soll ich machen? Alter, ich habe keine Energie mehr. Starkes Deal. Luca gibt ihn natürlich zu mir. Und Luca nimmt ihn. Und Luca macht ihn. Money! Da kriege ich den Assist geschenkt. Und die Laune ist plötzlich wieder gut.
Da ist schon richtig, richtige Up and Downs hier in dieser Folge. Jax, ja, der geht ja niemals. Als ob er den reinmacht! Komm, wir brauchen jetzt mal wieder einen Dreier. Boah, Glück gehabt. Luca. Boah Gott, da stand halt Steven Adams einfach wieder Baum. Ja, der Block ist wieder nicht schön genug, gell, Luca? Ich kann einfach nichts reinmachen. Mein letzter Punkt war im Training. Ja, Steven. Man kennt ihn. Ja, meine Energie ist low. Weiß ich auch nicht, weil ich das letzte Mal das hatte. Ja, was soll ich machen, Mann? Was soll ich machen? Vor allem, ich habe schon immer mal wieder zwischendurch eine Auszeit genommen, dass der Coach mich vielleicht mal rausnimmt. Aber nein! Vielleicht muss ich auch einfach faulen, dass er mich mal rausnimmt. Das ist ihm scheißegal. Lässt mich spielen, bis ich zusammenbreche, bis ich kotz. Halt keine Energie. Ich raste aus, Mann. Jawohl, Mann! Komm schon. Porzingis stark. Ja. Wie er mich linken will. Aber dribbelt er schon einfach an mir vorbei. Ja, are you serious? Der Kommentator, jetzt gibt's einen Dreier. Ich spür's. Okay, Maxi. It's over nine. Let's go! Komm schon. 31 Punkte. Und Brooks ballert den Dreier rein. 80-83. Ey, es ist meine Nerven. Erstes Spiel und ich bin schon komplett im Eimer. Ich bin lieber leise, weil sonst explodiert hier gleich alles. Ja, da kannst du so viel klatschen, wie du willst. Ankle-Breaker! Und ich mach ihn nicht rein! Ey, bitte macht ja das Perimeter zu. Mir ist egal, was ihr macht. Und er geht nicht, weil der Max rangeflogen kommt! Mir ist egal, was du machst. Gib ja mir den Ball. Tschüss und auf Wiedersehen. Er fällt nicht. Und die haben ihn nochmal. Nein, er geht nicht. Alter, wir gewinnen dieses Spiel, Alter, ich weiß es eigentlich. Ey, dieses Spiel hat mir mehr Nerven gekostet als die ganze Regular Season. Oh Gott. Ja, ich bin komplett fertig. Ich 38% from downtown. Ja, Gott sei Dank zeigen sie die Quote und nicht die aus dem Feld. Oh. Komplett fertig. Nee, der mit seinem scheiß Update erforderlich. Oh, Mann. Da, ja, bla. Wir gewinnen das erste Spiel. Schauen wir mal ganz kurz rein bei den Quests. Aber, ne, da sieht alles normal aus. Okay. Achso, die Stats für euch natürlich einmal. Moment. Ja, 10 von...
10 von 29, man kennt ihn. Ja, einmal ignorieren, 3 von 8, 33 Punkte, 10 Freiwürfe, die habe ich alle reingemacht. Ja Morant, 20 Punkte. Ich sage euch trotzdem, ein großer Punkt war, dass ich einfach ab dem dritten Viertel schon keine Energie mehr hatte. Head Coach, absoluter Schrott. Wirklich, ohne Scheiß. Das nächste Mal wieder gegen die Grizzlies. Game 2, dann ohne das Scheiß-Update. Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.